Ja, auf jeden Fall. Es ist doch, aber das ist das Schwierigste, was du gerade sagtest. Es ist das Schwierigste, Menschen sozusagen aus der Zu filtern, persönlichen ne? Beziehung rauszukicken. Egal, welche Beziehung ich aufbaue, ich sage dir ganz ehrlich, ich behalte immer mich im Fokus. Also ich versuche nicht, mich zu sehr für denjenigen zu verausgaben und ihm einen Gefallen nach dem anderen zu tun oder so, sondern ich schaue immer, dass ich gleichzeitig, nicht erst später, gleichzeitig auch meinen Vorteil dabei habe. Ob das jetzt ein emotionaler Vorteil ist oder ob das jetzt tatsächlich irgendein wirtschaftlicher Vorteil ist, weil so finde ich, ist das Karma immer ausgeglichen. Niemand ist dem anderen morgen was schuldig. Und da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Im Gegenzug habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass wenn ich zu viel in jemanden investiert habe, es ist gar nicht so, dass ich unbedingt was erwarte, aber derjenige fühlt sich nachher so schlecht und will mir nicht mehr unter die Augen kommen. Und das finde ich dann auch wieder schade. Das heißt, man tut eigentlich beiden keinen Gefallen, wenn man zu viel in Vorleistung geht. Jetzt auch wieder ein Stück weit an Egoismus, auch so wie du auch, sich dann mit den richtigen Menschen zu umgeben, die einem auch ein Stück weit weiterbringen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist doch. Aber das ist das Schwierigste, was du gerade sagtest. Es ist das Schwierigste, Menschen sozusagen aus der Zu filtern, persönlichen ne? Beziehung rauszukicken. Also, dass man sagt, so, das war schön mit dir, aber ab morgen nicht mehr wir beide. Und das ist natürlich eine harte Nummer, gerade wenn es vielleicht ein langjähriger Freund gewesen ist oder so ähnlich. Und man sagt dann, hey, du tust mir nicht mehr gut und ich werde dir künftig nicht mehr gut tun, weil ich ganz nach oben möchte und du bleibst da, wo du bist. Und einer von uns beiden fühlt sich immer schlecht in der Situation. Kannst du so, glaube ich, schlecht kommunizieren, ne? Man kann es ja im Ja, genau.